Hallo, mein Name ist Charla. Ich arbeite seit einem Jahr bei der Berliner Feuerwehr. Kommt mit, ich zeige euch meinen Arbeitsplatz. Ich bin Medizinpädagogin und arbeite bei der Berliner Feuerwehr, unterrichte dort Schüler und Schülerinnen im theoretischen Teil und auch im praktischen Teil. Auf der Suche nach einer Stelle als Lehrkraft habe ich die Stellenanzeige der Berliner Feuerwehr gefunden und mich darauf beworben. Meine Aufgaben sind es, meinen Unterricht vorzubereiten, wie zum Beispiel naturwissenschaftliche Grundlagen und Anatomie, Physiologie. Ich führe den Unterricht gemeinsam mit den Auszubildenden durch und bereite diesen dann später in meinem Büro nach. Meine Arbeit bei der Berliner Feuerwehr macht mir sehr Spaß. Ich liebe es, mit Schüler und Schülerinnen in Kontakt zu sein und mit Menschen gemeinsam zu arbeiten und auch kreativ zu arbeiten. Der Beruf als Medizinpädagogin bei der Berliner Feuerwehr reizt mich, indem er sehr vielfältig ist und sehr kreativ sein kann, vor allem im theoretischen Unterricht. Und im praktischen Unterricht können wir die Auszubildenden auf das Einsatzgeschehen vorbereiten, was sie in ihrem späteren Berufsleben vorfinden werden. Der Beruf als Medizinpädagogin hat Zukunft, da wir in Deutschland Fachkräftemangel haben und dementsprechend auch Lehrkräfte gesucht werden, die auch diese Fachkräfte ausbilden können. Mein Tipp wäre es, sich an die Berliner Feuerwehr heranzutrauen, denn es ist nicht nur ein reiner Männerberuf, sondern die Berliner Feuerwehr bietet vielfältig Berufsfelder auch für junge Frauen und Mädchen an.